Auf ganz privaten Bildern gibt er sich bescheiden. Dabei ist er einer der reichsten Männer der Welt. In seinem Werk, so heißt es, wird der härteste Stahl produziert. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Die Krupps gelten als Waffenschmiede des Deutschen Reiches. Der Name? Ein Mythos, an den selbst die Mächtigsten glauben. Ein Mythos ist er dadurch geworden, dass es die Waffenproduktion war. Das war ja nur ein Teil seines Aufstiegs und seiner Entwicklung. Aber das war natürlich das, was aufgeregt hat. Der Produzent von Waffen und besonders schweren und schwerwiegenden Waffen mit großen Kanonen und so. Das hat eigentlich den Mythos gestiftet. Und dafür wird ihm 1947 der Prozess gemacht. Seine Ankläger werfen ihm Kriegsverbrechen vor. Er wurde angeklagt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Ein zweiter Punkt war die Plünderung fremden Eigentums in den eroberten Gebieten. Er war auch angeklagt, Mitglied in einer kriminellen Organisation gewesen zu sein und genau gewusst zu haben, was die Nazis für Verbrechen planen. Dafür wurde Krupp angeklagt. Der Name Krupp. Ihm bringt er kein Glück. Seine erste Ehe scheitert. Sie liebte nur sein Geld. Seine zweite große Liebe verlässt ihn. Sein Sohn Arndt wird ein Exzentriker, der in seiner eigenen Welt lebt. Einer Märchenwelt, in der er sich zum Ritter schlagen lässt. Dieser Wahn von einem Königreich ist immer in ihm gewesen. Das hat er sich wahrscheinlich eingebildet, wenn er dann Krupp ist, dann ist er König oder so irgendwie und hat das abgewandelt in dieses Königsreich. Aber das hat er ja schon vorher gehabt, das hat er ja in der Schule auch schon gehabt. Schon als 16-Jähriger sieht Arndt sein Schicksal vorher. In sein Tagebuch schreibt er: Ich habe herausgefunden, dass mich ein Fluch verfolgt, der mein Unglück sein wird. Es ist der Fluch des Geldes. Die Villa Hügel in Essen. Stammsitz der Familie Krupp. Ein gigantischer Bau mit 269 Zimmern. Symbol für Macht und Einfluss, den Alfred Krupp Mitte des 19. Jahrhunderts geschaffen hat. Also ich sehe Alfred immer so ein bisschen als dieses Mittelding zwischen Genie und Wahnsinn. Also der hat ja nun ein unglaubliches unternehmerisches Gespür an den Tag gelegt. Allerdings auch an vielen Stellen, also fast hasardeurartig, diese Firma geführt und dann halt immer auch das Quäntchen Glück dabei gehabt. Denn er macht eine geniale Erfindung. Es wird das Kruppsche Markenzeichen. In der beginnenden Industrialisierung des 19. Jahrhunderts wird die Firma zu einer wahren Goldgrube. Bald beschäftigt Krupp Tausende von Arbeitern. Alfred ist ja nachts durch die Werkräume gegangen und hat auf jede Werkbank, an der er vorbeikam, Zettelchen hinterlassen, wo drauf stand: Meier, morgen machen Sie das. An der nächsten Werke: Müller, morgen machen Sie das. Das Werk und die Pflicht dafür, das war eins, das war sein Leben. Deshalb hat sein Arzt auch gesagt, er glaubt, der Mann war an der Grenze zum Wahnsinn. Und verfällt einer neuen Idee. Krupp ist der Erste, der Geschützrohre aus Stahl baut. Krupp-Kanonen halten länger, schießen besser. Der Waffenschmied verkauft an Freund und Feind. 1870 baut er sich das Haus, die Villa Hügel.
Doch der Erfolg macht einsam. Seine Frau läuft ihm weg. Verlassen stirbt er 1887. Und hinterlässt ein schweres Erbe. Auf dem Sarkophag steht ganz groß, das höchste Gut des Menschen ist die Pflicht. Und damit war gemeint die Pflicht dem Werk gegenüber. Diese Pflicht wurde in die Erziehung sämtlicher Kinder im Hause eingeflochten. Vor allen Dingen in den Erstgeborenen, denn der Erstgeborene sollte später die Firma übernehmen. Friedrich Alfred Krupp, der Sohn. Nach dem Tod des Vaters übernimmt er die Firma. Und es sind gute Zeiten für das Werk. Kaiser Wilhelm II. Will aufrüsten. Er braucht Waffen und eine Flotte. Aus Stahl. Aus dem Stahlwerk wird ein Industriegigant. Um die Jahrhundertwende arbeiten schon 45.000 Menschen für Krupp. Doch glücklich ist Friedrich Alfred nicht. Eigentlich der falsche Mann oder in der falschen Haut. Also an sich jemand, der sich für Schöngeistiges interessierte, an sich jemand, der für Meeresbiologie, Naturwissenschaften sich interessierte und jemand, der nie auf die Idee gekommen wäre, in den Stahlbereich zu gehen selber. Der Industrielle erholt sich in Italien. Auf der Insel Capri. Hier macht der Asthmatiker nicht nur Urlaub, er kümmert sich auch um Meeresforschung. Doch dann kommt er ins Gerede. Es soll auf Capri, wo er lebte, in einer Grotte kultähnliche Zusammenkünfte gegeben haben mit jungen Männern. Und schon die Andeutung von Homosexualität war damals verheerend. Verheerend, vor allem in Deutschland. Am 15. November 1902 behauptet die sozialdemokratische Zeitung Vorwärts, Krupp sei homosexuell. In der Kaiserzeit ein Straftatbestand. Es ist der Abend des 21. November 1902. Krupp ist alleine. Am nächsten Tag ist er tot. Die Todesursache ist umstritten, bis heute. Also es gibt kein Anzeichen, dass er sich selbst umgebracht haben soll. Das ist also eine wirkliche wilde Behauptung, die durch nichts zu stützen ist, wenn man anfängt, da zu forschen. Doch letzte Zweifel bleiben. Auch in der Familie glauben Angehörige an Selbstmord. Ich denke, dass das schon so gewesen sein kann. Eben weil diese Homosexualität in der Familie auch vorkommt, nicht nur einmal. Und das war natürlich in dem ganzen Thema Stolz, Ehre, Selbstanspruch der damaligen Zeit ein fürchterliches Coming-out. Und er hat, vermute ich schon, er hat dann daraus die Konsequenz gezogen, hat gesagt, ich kann mit diesem Stigma nicht leben. Friedrich Alfred hinterlässt zwei Töchter. Barbara links, Bertha rechts im Bild. Das waren pubertierende Backfische, wirklich ahnungslos. Und die mussten nun durch diesen Skandal gebracht werden, ohne dass sie wirklich Schaden nahmen. Viele Jahre später hat Bertha mal erzählt, dass über dieses Thema sie mit ihrer Mutter nie geredet hat. Die Villa Hügel ist jetzt in weiblicher Hand. Bertha Krupp, die ältere der beiden Schwestern, wird die reichste Erbin Deutschlands. Die damit verbundene Unfreiheit lernt die 16-Jährige schnell kennen. Denn das Werk ist zu wichtig für die Mächtigen. Der Kaiser will, dass ein passender Mann gefunden wird. Die Wahl fällt auf einen Diplomaten, Gustav von Bohlen und Halbach. Ich weiß nur, dass er ja auch ein wahnsinnig disziplinierter Mann war. Es galt, glaube ich, für seine gesamte Existenz mit Bertha zusammen. Sicherlich immer ein Problem hatte, doch ein wenig zu beweisen, dass er ja Bertha nicht wegen des Vermögens, des Geldes geheiratet hat. Und sicherlich auch dadurch immer sein erster bester Mann sein wollte. Er will Kruppscher sein als ein Krupp. Unter Gustav ist alles nach der Uhr geregelt. Jede Minute Pflicht und Disziplin. Als Firmenleiter darf sich Gustav nun Krupp von Bohlen und Halbach nennen. Ich glaube, alle Beteiligten waren froh, dass ein präsentabler junger Mann gefunden war.
Und was ich besonders nett finde, es ist also ohne Zweifel eine wilde und große Liebe gewesen zwischen den beiden. Wenn Sie sich da vorstellen, die nächsten 10 Jahre, 8 Schwangerschaften. Doch die erste ist die wichtigste. Schon ein Jahr nach der Hochzeit wird der Stammhalter geboren, Alfred. Ein fröhliches Kind. Noch. Denn in der großen Villa Hügel ist für menschliche Wärme kaum Platz. Wenn Sie da reingehen, kommen Sie in eine Riesenhalle. Das, was, also wollen wir mal sagen, nicht gerade sehr heimelig ist. Aber da hängen lauter große Bilder, meist von der Familie. Als Kind haben wir im 2. Stock gewohnt, also ziemlich abgetrennt von oberhalb von der oberen Halle. Aber richtig wohlgefühlt haben wir uns nicht. Es gab ja so gut wie keine persönlichen Liebesbezeugung zwischen Eltern und Kindern. Dass man mal am Sonntag einfach ins Bett der Eltern gekrochen kommt und dort irgendwie ein Buch vorgelesen bekommt oder so, das gab es, das ist undenkbar. Materiell fehlt es den Kindern an nichts. Sie haben einen eigenen Park, eigene Reitpferde, aber keine Freiheiten. Die Kinder hatten feste Sprechstunden bei ihren Eltern. Da stand dann Gustav mit der Taschenuhr, so als Stoppuhr jetzt symbolisiert. Und dann wurden die Themen, die zu besprechen waren, Erziehungsthemen, die wurden dann, sag ich mal, einseitig besprochen, um nicht zu sagen diktiert. Dabei trifft es den Ältesten, Alfred, besonders hart. Kein Preußenprinz ist strenger erzogen worden. Gouvernanten und Angestellte sind auf Schritt und Tritt präsent. Bis zu seinem 15. Lebensjahr wird er von Hauslehrern auf der Villa Hügel unterrichtet. Freunde hat er kaum. Er hat nur seine Familie. Er hat auch gesagt, alles, was ich getan habe, hat nicht selber von mir abgehangen. Das ist immer von anderen bestimmt worden. Und so ist aus ihm durch diese Erziehung auf ein ganz bestimmtes Ziel hin, die Pflicht dem Werk gegenüber zu erfüllen, nicht seine Bedürfnisse auszuleben. So hat diese Erziehung dazu geführt, dass er ein sehr verschlossener Mensch geworden ist, ein großer, großer Schweiger. 1918. Deutschland hat den Ersten Weltkrieg verloren. Die Revolution bricht aus. Der Kaiser dankt ab. Die Wende trifft die Krupps schwer. Die Firma steht vor dem Konkurs. Waffen darf sie nicht mehr produzieren. Die Wirtschaftskrise trifft das ganze Land. Unruhen sind an der Tagesordnung. Nährboden für radikale Bewegungen. Viele legen ihre Hoffnungen auf einen, der ihnen das Heil verspricht. Als Hitler die Macht übernimmt, hält sich in der Villa Hügel die Begeisterung in Grenzen. Bertha Krupp von Bohlen und Halbach hielt Hitler für einen Rüpel. Hitler war ihr zu proletarisch. Und sie war entsetzt, als die Fahne mit den 3 Kruppringen eingeholt werden musste und die Hakenkreuzfahne aufgezogen worden. Sie hat da sogar bei dieser Situation geweint. 1934 lädt der Rüpel sich selbst nach Essen ein. Werksbesichtigung. Sein Ziel, Kunde werden auf der Villa Hügel. Doch dort ist nicht jeder Kunde auch gleich ein König. Hitler wurde ja empfangen in Essen, nicht in der Hauptverwaltung. Und es wurde ihm im wahrsten Sinne des Wortes großer Bahnhof bereitet. Aber meine Großmama Bertha hat sich ja geweigert, ihm zu einem Essen zu empfangen. Dieser Herr kommt mir nicht auf die Villa Hügel. Ein Affront. Hitler ist erzürnt. Doch der Zorn verfliegt alsbald. Natürlich war Hitler auch ein Verehrer der Krupp'schen Tradition.
Er war ein begeisterter Technikfreak. Und er hat weniger mit Gustav Grupp als mit Erich Müller, dem Kanonenexperten des Hauses Grupp, sehr intensive Fachgespräche geführt. Und Hitler ordert Waffen. Erstmals nach jahrelanger Unterbrechung produziert Krupp wieder Rüstungsgüter. Im konjunkturellen Aufschwung schreibt die Firma wieder schwarze Zahlen. Rüstet Gustav Krupp, weil es die Obrigkeit verlangt? Es ist schwer zu sagen, wie weit die Taktik geht und wo die Überzeugung dann anfängt. Später ist Krupp immer mehr davon überzeugt, dass die Regierung Hitler für Deutschland ein Gewinn ist. Der junge Student Alfried hat mit dem Nationalsozialismus kaum Berührungen. Fern von Essen, von den Pflichten und Zwängen des Elternhauses, genießt er die freie Zeit. Der Sportbegeisterte nimmt 1936 an den Olympischen Spielen teil. Er gewinnt im Segeln die Bronzemedaille und lernt eine Frau kennen. Anneliese Bahr. Ja, das Problem war, Anneliese war ja schon eine geschiedene Frau und sie ist dann schwanger geworden, ungewollt, also jedenfalls war es nicht geplant. Und er hat dann die Konsequenzen gezogen, hat gesagt, er heiratet sie. Sie hat sie geheiratet, weil sie schon schwanger war. Dass davon natürlich seine Eltern nicht so schrecklich begeistert waren, das kann man sich natürlich vorstellen. Die Idylle auf dem Familienfoto trügt. Also es war ja nicht nur ein subtiles Gefühl, sondern es war ja offen ausgetragener Krieg, der dort stattgefunden hat. Also Alfried musste mit seiner jungen Frau ins Nebengebäude ziehen und durfte als ältester Sohn nicht mehr im Hauptgebäude mit ihr wohnen. Anneliese ist zu vielen Veranstaltungen und Gesellschaften nicht eingeladen gewesen, obwohl sie die Frau des ältesten Sohnes war. Die Isolation innerhalb der Familie wird immer größer. Den Schwiegereltern ist noch ein weiterer Umstand ein Dorn im Auge. Denn Anneliese hat ein Problem mit dem Alkohol. Das ist natürlich dann die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Die Spirale führt nach unten. Je mehr sie trinkt, desto weniger wird sie natürlich geladen oder gerne gesehen. Und dementsprechend hat sich das natürlich dann auch sehr schnell verselbstständigt. Doch die Missachtung trifft nicht nur Anneliese, sondern auch ihr Kind, den kleinen Arndt. Dieses Kind ist an sich nicht von den Großeltern gewünscht. Und einer Angestellte hat zur Bertha Krupp, zur Oma Krupp gesagt, Arndt ist doch ein hübsches Kind. Und da hat die Bertha Krupp sie angeherrscht, Arndt ist für mich kein richtiges Kind. Über seine Großmutter schreibt Arndt später in sein Tagebuch, sie sei eine alte, einsame Frau, beherrscht von den Intrigen. Sie war schuld und befahl ihrem Sohn, sich von seiner Gattin zu scheiden, deren Leben am Reichtum zerbrach. Bertha setzt sich durch. Ihr Sohn Alfried lässt sich scheiden. Der Alfred hätte sich mit seiner Mutter nicht angelegt. Das war für ihn keine Option zu sagen, Mama, das ist mein Leben, es ist meine Frau, es ist mein Kind, es ist mein Glück, ja, hier hast du nicht rumzufuschen. Das hat nicht gepasst, das haben die Eltern klar gemacht. Unmissverständlich. Alfried beugt sich den Familienwerten, Pflicht und Gehorsam. Und seiner Karriere steht nichts mehr im Weg. Als Juniorchef erhält er einen Sitz im Direktorium der Firma. Hitlers Krieg beginnt, auch mit Kruppschem Material. Polen wird überrollt, in nur 5 Wochen. Mit dem Krieg zieht ein neuer Geist in das Unternehmen ein. Mit dem Beginn des Krieges ist für Gustav Krupp
eine distanzierte Haltung nicht mehr möglich, weil er weiß, dass jede innere Distanz und jede Kritik nicht mehr angemessen sei. Der Firma werden vom Regime Sollzahlen vorgelegt. Die Wehrmacht bestimmt, was produziert wird. Doch bald ist die Zeit der Blitzsiege vorbei. Immer mehr deutsche Männer müssen an die Front. Darunter auch Tausende von Krupp-Arbeitern. Die Verluste steigen. Auch die Familie Krupp verliert Söhne. Klaus und Eckbert. Der Firma gehen langsam die Arbeitskräfte aus. Die Produktion droht zu erliegen. Als Ersatz bietet das Regime russische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Sie sollen die Lücken schließen. Doch bei Krupp ist man nicht begeistert. Natürlich haben wir in vielen Fällen versucht zu bremsen, ne? Ja. Auch gerade diese ganze Beschäftigung von Auslandsarbeitern, nicht? Wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aber es war nichts zu machen. Ja. Einfach nichts zu machen. Doch bei Krupp will man die Sollzahlen erreichen und nimmt die Zwangsarbeiter. Im gesamten Krieg sind es über 5 Millionen, die ins Deutsche Reich verschleppt werden. 150.000 kommen zu Krupp. Über 100 Arbeitslager werden für die Firma eingerichtet. Für die Nazis sind die Russen Untermenschen. Sie gestehen ihnen nur Hungerrationen zu. Ein Krupp-Arbeiter schreibt am 18. März 1942: Das ganze Essen war buchstäblich nur Wasser. Es geht nicht an, dass die Leute uns hier bei der Arbeit verrecken. Die Leute sollen hier für uns arbeiten. Gut, aber dann muss auch dafür gesorgt werden. Ich habe hier verschiedene Gestalten im Lager gesehen. Da ist mir tatsächlich ein kalter Schauer über den Buckel gelaufen. Die Zustände in den Lagern, sie ähneln Bildern wie diesen. Auch die Konzernspitze weiß um die Verhältnisse. Sind Sie denn überhaupt irgendwann mal während des Krieges mit Fremdarbeitern persönlich in Berührung? Ich bin häufig in den Lagern gewesen. Ja. Oh, ja. Und haben Sie da festgestellt, dass es wirklich so schlecht war? Stellenweise war es schlecht, denn wir haben darum gekämpft, zusätzlich den Leuten geben. Die wurden ja von der SS vorher betreut und, wie sich das nannte, betreut und versorgt durch eine besondere Organisation. Ja. Diese Versorgung war teilweise schlecht. Wir haben dann versucht, sie zu verbessern. Ne? Das war zunächst nicht zulässig. Dann hat man es hintenrum getan. Wir haben Lebensmittel sogar geschmuggelt aus Holland. Ende 1943 verschlechtert sich der Gesundheitszustand von Vater Gustav rapide. Mit 73 Jahren beschließt er, die Leitung der Firma abzugeben. Alfred wird jetzt Herrscher über das Krupp-Imperium. Als alleiniger Inhaber muss er für alles gerade stehen, was im Namen Krupp geschieht. Die letzten Tage des Dritten Reiches. Alle Fronten brechen zusammen. Für die Panzerproduktion schickt das Regime nach Essen, was ihm noch zur Verfügung steht. Minderjährige jüdische Mädchen aus Auschwitz. Eines Tages kamen, es waren vielleicht 2, 3 oder 4 Herren, und wir mussten uns aufstellen. Und 500 von den 2000 Mädchen wurden nach Essen mitgenommen. In einem Lager wie diesem stehen die Mädchen unter Bewachung der SS. Täglich werden sie zur Arbeit in die Krupp-Werke getrieben. Wir dachten nur, bekommen wir zu essen oder hungern wir? Lassen sie uns am Leben oder töten sie uns? Dabei ist die Rettung nicht mehr fern. Im März 1945 ist Essen schon in Reichweite der amerikanischen Artillerie. Es sind nur noch wenige Kilometer. Doch für die Jüdinnen soll es keine Rettung geben. We
Wir hatten nichts zu verlieren und dachten sogar an Flucht, weil ein junger SS-Mann uns sagte, ihr kommt hier nicht lebend raus. Die 5 Minuten, euch alle zu erschießen, die haben wir immer. In der Kruppschen Hauptverwaltung sind die Mordpläne der SS bekannt. Um ein Massaker auf dem Werksgelände zu verhindern, beschließt das Direktorium, die Mädchen abzuschieben. Die SS übernimmt. Bis zuletzt arbeitet Alfred für das Regime, bleibt aber auf Distanz. Er ist sehr extrem verschlossen und zurückhaltend und erfüllt damit auch nicht die Hoffnungen, die man gerade auch von politischer Seite in ihn gesetzt hat. Er war einfach nicht rücksichtslos genug, nicht brutal genug, nicht entschlossen genug. Doch die Alliierten sehen in ihm einen wichtigen Förderer und Nutznießer der Nazis. Als sie in Essen einmarschieren, haben sie ein Ziel: den aus ihrer Sicht mächtigsten deutschen Industriellen verhaften. Alfred ahnt es, flüchtet jedoch nicht. Er stellt sich. Das Bedürfnis nach Bestrafung. Bei den Siegern ist es groß. Für sie sind alle Krupps Kriegsverbrecher. Die Krupp-Familie unterstützte mit anderen Industriellen Hitler. Sie produzierten die Waffen für seine Weltherrschaft. Jetzt haben wir sie eingesperrt. Diese Familie war schon Waffenschmied im Deutsch-Französischen Krieg. Im Ersten Weltkrieg bauten sie große Geschütze und U-Boote für den Kaiser. Sie sind für den Tod von alliierten Soldaten genauso schuldig wie Hitler und Göring. Denn durch Töten verdienten sie ihr Geld. Alfred soll in Nürnberg büßen für den Namen Krupp. Obwohl ihm in keinem Anklagepunkt individuelle Schuld nachgewiesen wird, lastet doch Verantwortung auf ihm. Er erhält 12 Jahre Haft. In der Urteilsbegründung wurde den Angeklagten insbesondere systematische Plünderung ausländischen Eigentums und menschenunwürdige Behandlung von Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen zur Last gelegt. Alfred Krupps gesamtes Vermögen, einschließlich der Krupp-Werke, fällt der Beschlagnahme. In der Haft fragt ein junger US-Soldat Alfred, wie er angesprochen werden will. Herr von Bohlen oder mit vollem Namen? Herr Krupp von Bohlen und Halbach. Seine Antwort: Nennen Sie mich Krupp, wegen dieses Namens bin ich hier. Und diese Zelle ist mein Anteil an dem großen Krupp-Erbe. Auch das Familienschloss Blühnbach in Österreich wird von den Amerikanern besetzt. Hier hatten Anneliese und der kleine Arndt nach der Scheidung Zuflucht genommen. Nun müssen sie das Schloss verlassen. Und da fragt der 7-jährige Arndt seine Mutter: Warum können wir denn nicht in Blühnbach bleiben? Hier ist es doch so schön. Warum müssen wir denn weggehen? Und dann sagt sie ihm, wir müssen fliehen, es geht nicht hier zu bleiben, denn du bist ein Krupp. Und da sagt er, was ist denn ein Krupp? Und da sagt sie ihm, das ist etwas ganz, ganz Furchtbares. Schon früh instrumentalisiert die Mutter das Kind. Er hat sehr unter seiner Mutter gelitten. Der Arndt war vielleicht so ein bisschen das Faustpfand von Anneliese. Er war ja wirklich der einzige Krupp-Sohn und Erbe. Und da sie ja schon sehr früh geschieden wurde, das war so ihr Pfand. Das war auch ihr kleiner Zahlmeister. Es war ihr Ehemannersatz. Arndt kommt in ein Internat nach Oberbayern. Anders als sein Vater bekommt er die Chance, unter Gleichaltrigen aufzuwachsen. Eigentlich hat er uns eher ein bisschen leid getan, weil wir wussten, dass sein Vater noch im Gefängnis ist, er von seiner Mutter getrennt wurde, die hier durchaus regelmäßig auftauchte.
und es ihm das Leben unserer Meinung nach damals nicht leichter gemacht hat. Denn in dem Moment, wo er anfing, ein bisschen in der Gruppe aufzugehen, erschien wieder die Mutter und hat ihm irgendwelche Privilegien verschafft, was in so einer Gesellschaft und so einer Gemeinschaft schwierig ist. Arndt zieht sich zurück. Er wird zum Einzelgänger und will kein Krupp mehr sein. Er konnte, das erinnere ich, ich sehe uns oft noch da, so in der Klasse sitzen, Pause, man wollte nicht rausgehen, dann zeichnete er. Und er sagte dann, ach, ich wäre vielleicht Modezeichner oder so etwas. Ja. Inzwischen ändern sich die Vorzeichen. 1951, der Kalte Krieg hat begonnen. Die Alliierten haben nun Interesse an einem starken Westdeutschland. Viele Urteile werden revidiert. Der amerikanische Hohe Kommissar John McCloy prüft auch den Krupp-Fall noch einmal. Ich hatte nie das Gefühl, dass mein Vater seine Entscheidung später bereute. Für ihn war Alfred nicht verantwortlich für das, was in den Krupp-Werken an Verbrechen geschah. Ja, er hat den Fall sehr sorgsam überprüft. Am 2. Februar 1951 kommt Alfred Krupp frei. Aber 6 Jahre Haft haben Spuren hinterlassen. Es war sehr traurig im Ganzen. Und er konnte sich ja auch nicht ausdrücken. Er musste einfach, hat nicht gelächelt und es hat ihn eigentlich noch reservierter gemacht, als wie er vorher war. Sein erster Besuch in der Freiheit gilt Arndt. Für beide seit Jahren die erste Gelegenheit zu einem Vater-Sohn-Gespräch. Und die beiden gingen im Schulhof vor aller Augen um ein Rondell. Immer wieder, ganz lange. Es gibt die schönsten Spaziergänge dort in Oberbayern. Aber ausgerechnet vor aller Augen gingen die. Und man hatte nicht das Gefühl, Vater und Sohn zu sehen, sondern eher Herr und Knecht. Denn der Vater sieht in seinem Sohn nicht das Kind, sondern den Nachfolger. Da ist eigentlich die normale Reaktion, warum hat er ihn nicht mal in den Arm genommen? Und ich denke, das wäre auch die Sehnsucht von dem Arndt gewesen. Arndt flüchtet sich in eine Traumwelt, spielt Theater. Er dreht sogar einen eigenen Film. Über die Liebe in der Pubertät. Und dabei stellt er fest, dass er sich für Frauen nicht interessiert. In sein Tagebuch schreibt er: Manchmal denke ich, das Sterben sei gar nicht so schlimm. Mein Leben ist total verpfuscht durch meine Anlagen. Und dann hat er sich eben zurückgezogen, hat im Internat noch einen internen Kreis gebildet, hat so viel jüngere Knaben um sich versammelt, die weich waren, mädchenhaft waren. Er soll auch mal erwischt worden sein. Und muss die Schule wechseln. Sein Abitur macht Arndt in der Schweiz. Danach studiert er auf Wunsch des Vaters BWL, gegen seinen Willen. Doch dafür wird er in die Familie aufgenommen. Der Kronprinz darf jetzt sogar neben Großmutter Bertha sitzen. Und quält sich. Ja, das ist mein Sohn Arndt, jetzt 23 Jahre alt. Er ist noch nicht in der Firma tätig, aber er studiert in Köln Betriebswirtschaft. Und wird er einmal das Werk übernehmen? Ich hoffe, dass er es einmal übernehmen wird. Mitte der 50er Jahre versucht Alfred, den angeschlagenen Ruf der Firma wiederherzustellen. Nie mehr will er eine Waffe produzieren. Die Firma soll ein neues Gesicht bekommen. Dafür holt er sich einen Manager an die Seite, der ihm hilft, die Firma neu zu strukturieren. Berthold Balz.
Alfred hat da zwar die entscheidenden Dinge nach wie vor selbst bestimmt, aber er hat das Tagesgeschäft doch abgegeben. Also diese Bewegung weg von der Firma war gleichzeitig eine Bewegung hin zu seinem privaten Leben. Alfred unternimmt ausgedehnte Segelturns. Oft ist er wochenlang auf hoher See. Und sucht das einfache Leben. An Bord will er Kamerad sein. Doch als Eigner des Schiffes hat er auch mitten auf dem Atlantik eine Sonderstellung. Er heiratet ein zweites Mal, Vera Hossenfeld. Doch auch diese Ehe scheitert. Alfred bleibt ein Einzelgänger. Danach hat er niemanden mehr gehabt, also überhaupt niemanden mehr. Ist dann allein in seinem Haus, hat er da dieses sehr schöne Haus da im Hügelpark gebaut, ganz modern. Und da ist er dann doch sehr einsam gewesen. Nicht weit entfernt von der Villa Hügel sorgt sich Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Mitte der 60er Jahre um den Fortbestand der Firma. Denn seine Gesundheit ist angegriffen. Er raucht, er war ja ein Kettenraucher. Und das machte uns immer Sorge. Eine Zigarette wurde an der nächsten angezündet. Und auch das ganze Haus roch eben, wenn man da eintrat, nach Zigarettenrauch. April 1967. Alfred weiß, dass er nicht mehr lange leben wird. Lungenkrebs. Sein letztes Ziel ist, die Firma und sein Privatvermögen in eine Stiftung zu überführen. Weil er weiß, dass sein Sohn nicht der richtige Nachfolger ist. Doch offen spricht er mit Arndt darüber nicht. Ich denke, der Alfred wollte das Gespräch und konnte es nicht führen. Ich glaube aber auch, dass der Arndt das Gespräch mit seinem Vater gar nicht hätte führen können. Es ist Berthold Beitz, der Arndt davon überzeugt, auf sein Erbe für eine hohe Abfindung zu verzichten. Das ist eigentlich so der tragische Schlusspunkt unter einer tragischen Beziehung, muss man eigentlich sagen. Ich meine, es ist Vater-Sohn-Beziehung. Aber damit auch sinnbildlich unter der ganzen Schlusspunkt, dann ja unter die ganze Familiengeschichte, weil das dann ja auch der Beginn war des Übergangs in eine Stiftung, die mit dem Familiengedanken ja gar nichts mehr zu tun hat. Aber es ist Alfreds letzter Wille. Familie und Firma werden getrennt. Diesen Weg zu gehen, ermöglichte mein Sohn Arndt durch seinen Erbverzicht. Für seine verantwortungsbereite Einsicht möchte ich ihm vor aller Öffentlichkeit ausdrücklich danken. Möge es Ihnen vergönnt sein, die weitere Entwicklung unserer Firma noch viele Jahre mitzugestalten und mitzuverfolgen. Glück auf! ...150 Jahre lang waren Firma und Familie eins. Der Name Krupp geriet zum Mythos. Die Marke bleibt, doch der Familienname, er erlischt mit Alfreds Tod. Nur wer das Unternehmen führt, darf seinen Namen Krupp voranstellen. Mit Alfred Krupp von Bohlen und Halbach stirbt am 30. Juli 1967 auch der letzte Krupp. Sein Sohn Arndt darf den Namen nicht mehr führen. Ich glaube sicher, dass er ihn sehr verehrt hat. Er hat mir immer gesagt, er war eine überragende Persönlichkeit und hat den Buben verschreckt, denke ich mir. Also er hat ihn sicher sehr gern gehabt, aber er hat ihn gefürchtet. Für Arndt beginnt ein neues Leben. Jetzt bricht er mit der Familie, mit den noch lebenden Onkeln und Tanten. Und er bricht mit sämtlichen Familientraditionen. Er rebelliert einfach gegen alles, was diese Familie ihm
aufoktroyiert hat und ihm angetan hat. Und er tut es halt auf seine Art, um einfach nach außen hin zu zeigen, jetzt mache ich das, was ich will und ich werde jetzt nicht mehr von dieser Familie, mir wird nicht mehr gesagt, was ich machen muss und was meine Pflicht ist und ja, was so lange in dieser Familie hochgehalten wurde. Das hat er im Endeffekt dann in der Öffentlichkeit gezielt, meines Erachtens auch, dann zerstört. Arndt taucht ab in das Leben des Jet Set. Und heiratet sogar seine beste Freundin. Doch eine richtige Ehe ist es nicht. Er will der Herrschaft der Mutter entgehen, die sich an ihn klammert, ein Leben lang. Eine meines Erachtens nach fast gefährliche Frau. Sehr gescheit, sehr gut ausschauend, sehr elegant, aber herzlos. Am Ende wird sie ihn sogar für Geld erpressen. Mit Details aus seinem Privatleben. Arndt durchlebt die Prophezeiung, die er schon als 16-Jähriger machte. Den Fluch des Geldes. Ich persönlich betrachte alles, was mit Geld zusammenhängt. Schlösser, Häuser, materielle Dinge, eigentlich als transitorisch. Ich betrachte, Geld ist einem Menschen geborgt für die Zeit, die er lebt. Und ich verstehe Menschen nicht, die sich zum Sklaven des Geldes machen. Arndt flüchtet in seine Fabelwelt. Am Ende lässt er sich sogar zum Ritter schlagen. Da ist er schon sterbenskrank. Mundbodenkrebs. Also er sagte nur, er hat einen Auftrag für mich. Er wollte nochmal als König gemalt sein. Er sagt, ja, er machte einen Safe auf und holte eine Krone raus. Und die setzte er sich also auf und die war richtig schwer. Und er war schon richtig geschwächt. Der konnte kaum mehr gerade stehen. Also die Schweißperlen liefen ihm von der Stirn runter. Und er spürte auch, dass es irgendwo zu Ende geht und dass sein Traum wenigstens manifestiert ist. Dass er der Nachwelt als König erhalten bleibt. Ein König ohne Königreich. Früh hatte er auf das Stahlimperium verzichtet und den Namen Krupp verloren. Doch zeitlebens sah er das immer anders. Krupp von Bohlen und Halbach hat er selber geschrieben, so soll die Todesanzeige sein. Und ich finde es auch richtig. Weil das kann ihm keiner nehmen, dass er der letzte Krupp war. Und der erste, der sich freigemacht hat von den Zwängen seiner Vorfahren. Krupp, Mythos und Wahrheit einer deutschen Familie.